Huhu, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute habe ich wieder ein Auswahlorakel für euch, das zeitlos ist, an dem ihr da mitmachen darf, der mitmachen möchte. Egal erstmal in welcher Situation er ist, er darf jede Situation reinbringen, die er möchte. Ja, wenn er mit dem Thema konform geht. Also wenn du mit dem Thema konform gehst. Und das Thema heute ist, wie kannst du am besten in deine innere Ruhe wiederkommen, in deinen inneren Frieden? Wie kannst du zu dir kommen? Was kannst du tun, damit du ruhig bist, damit du in Spanien sagt man immer so schön tranquilo oder tranquila bist, ja, damit du wieder runterkommst. Weil Ausgangspunkt ist so ein bisschen, sorry, ich huste immer noch ein bisschen. Ausgangspunkt ist, weil ich gerade um mich herum immer bei vielen Menschen, auch bei meinen Menschen, die mich anfragen, na, wegen Beratung und so. Es ist viel los gerade. Es ist zwar ein zeitloses Reading, aber gerade jetzt ist auch viel, viel los. Es ist turbulent, im Innen wie im Außen. Es ist verwirrend, im Innen wie im Außen. Es ist Chaos irgendwie im Innen und im Außen. Ständig wird man auf irgendwas gestoßen, was nicht funktioniert oder was einen aufwühlt oder das ist gerade diese Zeit. Wir sind gerade auch von der astrologischen Sicht her wirklich in einem krassen Umbruch und der Kosmos, ich beobachte auch nicht nur die astrologischen Aspekte, sondern auch sowas mit der Sonne passiert und mit den Planeten und mit der Erde. Es ist gerade viel, viel los. Und man darf das einfach auch, ja, es ist anstrengend, das zu verarbeiten. Es ist anstrengend, immer wieder sich zu sich selbst zu holen. Ja, und deswegen das Reading. Was kannst du tun, damit du wieder durchatmen kannst, damit du bei dir ein Stück weit wieder ankommst oder ganz ankommst oder damit du in die Ruhe kommst, in den inneren Frieden? Vielleicht nur ein Stück, vielleicht auch ganz, das liegt dann bei dir, wie heftig deine Situation ist. Das fragen wir heute ab. Ich habe dazu drei keltische Decks heute hier. die sind ja auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen, obwohl das ist eigentlich relativ ruhig. Wir haben hier Stapel Nummer 1, das Celtic Tarot von Los Garabio. Es gibt noch andere Celtic Tarots. Dann haben wir hier im Stapel Nummer 2 das North Tarot und im Stapel Nummer 3 das Druidcraft Tarot. Ja, also es sind alles alte Decks. Eins, zwei oder drei, du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Stapel du aussuchen möchtest. Und wie immer mache ich Zeitmarkierungen zu jeden einzelnen Stapeln. Das verlinke ich unten in der Textbox, wie ich auch die Decks dort verlinke, falls irgendeiner Interesse an einem Deck hat. Ja, ich denke, du hast jetzt Zeit genug gehabt, auszusuchen und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ja, ihr Lieben vom ersten Stapel, das ist jetzt das Celtic Tarot von Los Garabeo. Es gibt noch andere Celtic Tarots. Fragen wir das mal, ja, wie du am besten in deinen Frieden kommen kannst. Wir fragen natürlich auch die Situation ein bisschen ab, damit du auch weißt, ob das deine Legung ist oder ob deine Situation da reinpasst. Genau. Ja, liebes Celtic Tarot, was muss denn jetzt, sollte jetzt Stapel Nummer 1 wissen, damit er in seinen inneren Frieden kommt, damit er wieder bei sich ankommt, damit er in die Ruhe kommt, in diesem ganzen Tohuwabohu, in dem wir gerade stecken, in dem er vielleicht auch steckt. Was darf er denn tun? Hier, die wollte auch raus. Ja, und du solltest dann natürlich genau hineinspüren. Also kannst eine Situation reinbringen oder bringst dich einfach rein, guckst, was die Legung mit dir macht. Vielleicht trickst sie eine Situation an. Vielleicht, ja, kannst du was rausholen. Wenn du nichts rausholen kannst, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Die kann ich auf jeden zutreffen. Ja. So, dann gucken wir mal. Wir müssen hier noch ein Stück höher, würde ich sagen. Ja. Was haben wir hier in der Mitte? Im Jetzt haben wir den
Ritter der Schwerter. Hier geht's aber ab. Die Neun der Schwerter in der Vergangenheit, was noch in die Gegenwart geht. Die Drei der Schwerter in deinem Feld. Baby, was ist denn bei dir los? Die Königin der Kelche, hier unten versteckt. Die Vier der Schwerter. Die Vier der Schwerter als, oh weia, Herausforderung und der Wagen als Weg. Interessant, der ist nämlich das Gleichgewicht. Und wir haben die drei der Kelche als Ergebnis. Und hier im Rahmen links und rechts haben wir die sechs der Schwerter und die zwei der Stäbe. Wow, wir haben hier sehr viel Schwerter. In diesem Deck sind übrigens die Schwerter Feuerenergie. Ich finde das jetzt sehr spannend. Ich muss jetzt gerade mal schnell beim Ritter der Schwerter gucken. Wir haben hier immer nur einen, der Besessene, ja. Oh, weia, Leute. Also hier ist jetzt eine ganz krasse Energie. Bei dir ist ganz viel los. Du hast in der Vergangenheit, was jetzt noch in die Zukunft kommt, sehr viel Kopfkino. Dir geht's nicht gut. Sieht man auch hier im Feld. Das lese ich jetzt aber doppelt, weil im Feld ist natürlich drin, dass es dir nicht gut geht, aber es ist auch die Möglichkeit drin, die dir das Energiefeld gibt, wie du da wieder rauskommst, ja. Also, es ist interessant. Also, auf alle Fälle ist es jetzt ganz wichtig, mal durchzuatmen. Bei dir ist irgendwas los, dass du total, du bist sehr, sehr, sehr im Kopf, sehr im Kampfmodus, sehr in dieser Be- und Verurteilung drin, sehr in diesem, mir wurde was Böses angetan oder ich muss mich retten oder ich muss mich verteidigen. Vielleicht willst du auch mit aller Besessenheit irgendwas umsetzen, was dir Kopfschmerzen bereitet und was auch, aber du lässt dein Herz nicht sprechen. Du bist sehr, sehr, sehr in deiner Situation, sehr im Verstand. Und deswegen ist bei dir gerade totales Chaos. Weil wenn man in einer extremen Vorstellung ist, und das ist dieser Ritter der Schwerter in diesem Deck, wenn man in einer extremen Vorstellung ist und das leben will mit allen Mitteln, dann ist man eigentlich auch im Krieg. Mit sich selbst, mit allem, was drumherum ist, weil man muss natürlich Wege gehen, um diese Vorstellung umzusetzen. Und oft sind es dann Wege, die mit Konflikten zu tun haben. Und das spiegelt diese Legung komplett wider. Du bist in einer ganz extremen Vorstellung von etwas, was du umsetzen möchtest, was du verteidigen möchtest, was du, ich weiß nicht was möchtest, mit einer, ich nenne es mal so, Besessenheit. Und das deswegen ist bei dir totales Chaos, totales Wirrwarr, totales Tohuwabohu. Und hier unten haben wir die ganz, ganz, ganz ruhige Königin der Kelche. Die Empathie, die Liebe, die Vergebung. Und das nimmst du gerade nicht wahr. Du bist im kompletten, ich nenne es mal so, Kampfmodus. Ja, es muss nicht unbedingt Kampfmodus sein, aber deswegen geht es dir auch nicht gut. Und hier im Feld auch nicht. Und du lässt dein Herz nicht sprechen, ja. Und vielleicht geht es hier auch, ja, eben um Be- und Verurteilung, um Schuld, um Opferdasein, um Herzschmerz. Aber gleichzeitig gibt dir das Universum den Raum, dass du das jetzt klärst, dass du dein Herz sprechen lässt. Dein Herz möchte rufen, dein Herz ruft. Dein Herz ruft. Und das kann im Moment gar nicht sprechen, weil du so, 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 ich nenne es mal auch so, weil die Karte so heißt, besessen bist von etwas. Ja. Die Herausforderung ist, sich aus diesem ganzen Scheiß rauszuziehen. Das ist die Herausforderung. Und das fällt dir dermaßen schwer. Und das ist aber auch gleichzeitig der Weg. Zieh dich raus aus dieser. Aus dieser Vorstellung, die du von etwas hast. Zieh dich da raus, zieh dich aus deinem kompletten Kopf raus, zieh dich aus deinem Verstand raus. Der ist total unrein gerade. Verstand ist wichtig, das sage ich immer wieder. Man sollte auf sein Herz hören und dann den reinen Verstand verwenden, den reinen Geist, um dann den Weg zu gehen. Bei dir ist es aber so, dass du im Moment nur deinen
dein Verstand verwendest, und zwar dein Ego-Verstand, dein Menschenverstand, sage ich jetzt mal, dein Ego-Menschenverstand, um etwas zu machen, was gar nicht der richtige Weg ist vielleicht, weil du gar nicht auf dein Herz hörst. Und es ist jetzt wichtig, dass du dich da komplett rausziehst, komplett ein Retreat machst. Und der Weg ist mit dem Wagen hier auch eben, der Weg ist schon in eine Aktion zu gehen, aber erstmal auf sein Herz zu hören, erstmal in die Balance zu kommen. Und dann weißt du auch, welchen Weg du gehen musst. Und dann gehst du auch den Herzensweg, der hier unten ruft. Wichtig ist aber jetzt erstmal, dass du dich hier rausziehst, auch wenn es eine riesen Herausforderung ist. Und dann atmest. Atmen ist ganz, ganz wichtig. Atme und dein Herz spürst, deine Seele spürst, dich selber spürst. Du spürst dich wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Und dann kommst du auch in eine innere Ruhe. Ja, dann kommst du in eine innere Ruhe. Und dann weißt du den Weg und dann kannst du in die Aktion gehen. Jetzt in die Aktion zu gehen, wo du nur aus einer bestimmten Vorstellung oder Besessenheit oder unüberlegt handelst. Du handelst gerade unüberlegt, obwohl du im totalen Kopfkino bist, handelst du unüberlegt. Also unüberlegt ohne Herz. Und wenn du das machst, dann kannst du das Leben feiern. Dann kommst du in den absoluten Frieden. Das ist der Hammer hier, die Legung. Und im Rahmen hast du hier die 6 der Schwerter und die 2 der Stäbe. Und das sagt mir, ja, du bist eigentlich gehalten. Du hast einen Rahmen, der dich hält. Der dich aber nur dann wirklich hält, wenn du wenn du deine Perspektive mal änderst. Wenn du mal spürst, wo du stehst und wenn du deinen Horizont weitest hier. Ja, er steht hier felsenfest auf der Erde. Und er guckt sich die Weite an. Und das ist für mich ja auch die 6 der Schwerter letztendlich, ne? Die Perspektive zu ändern und dann ist der Weg frei für neue Abenteuer, die dann auch vom Herzen herkommen und vom reinen Verstand. Und das hast du im Rahmen. Du hast eigentlich alles da, um jetzt dich rauszuziehen aus dieser gesamten Situation, aus deinem Kopf und zu atmen. Also hier ist das Stichwort Atmen ganz, ganz wichtig. Atmen und zwar tief und sich komplett rausziehen. Vielleicht auch, wenn du das kannst, meditieren, vielleicht auch in die Natur gehen und dich mit der Natur verbinden, das hilft immer. Oder ans Wasser gehen, das hilft. An See oder an Fluss, ans Meer, das bringt einen wieder runter. Du sollst jetzt erstmal runterkommen. Und das geht nur, wenn du dich aus der Situation komplett mental rausziehst. Ja? Und dann spürst du vielleicht auch wieder den Boden unter den Füßen. Und dann kannst du auch in die Weite gucken und wirst sehen, dass das, was du als kleine, enge Vorstellung in deinem kleinen, engen Wahrnehmungswinkel hast, gar nicht möglich ist, dass du das gar nicht brauchst, dass du vielleicht einen ganz anderen Weg gehst. Vielleicht, dann kommen dir ganz andere Visionen, die du dann auch umsetzen kannst. Hier mit dem 6 der Schwerter und dem Wagen. Das ist echt eine ganz... Hier muss man echt atmen, wenn man diese Karten hier sieht, diese Schwerter. Leute, hier ist was los in der Legung 1. Ja, wir gucken mal, ob die Lenormand-Karten uns... Ups. Hier ist schon eine runtergefallen, aber ich war noch gar nicht dabei. Wir haben hier noch das Celtic Lenormand. Obwohl, hier würde jetzt eigentlich auch ganz gut noch das... Warte mal. Ich muss mal kurz. Ich möchte jetzt hier aus dem Camelot Orakeldeck noch nur die Wegekarten ziehen. Da gibt es verschiedene. Und ich möchte einen Weg ziehen. Und wo der Weg auch hingeht. Ja. Und vielleicht ziehe ich da noch einen Begleiter für den Weg.
Wenn eine raus will, will eine raus. Möchte eine raus, Leute. Vielleicht will auch, ja, der fliegt jetzt natürlich auch keine raus, weil das sind ganz wenig Karten. Also, wir gucken jetzt mal, welche wollen wir nehmen? Ich weiß es nicht. Die hier. Okay. Wir haben hier den Resolute Path. Da muss ich gerade ins Buch gucken, Leute. Wow, das ist jetzt echt interessant, dieser Resolute Path. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Resolute heißt. Ich kann das, wenn ich dran denke, dann hier reinschreiben. Da geht es um den Weg zu Avalon. Und der Weg ist nicht einfach. Der Weg ist nicht einfach. Man findet nicht so einfach diese Insel. Wir haben hier unten übrigens auch den Apfelbaum. Und den Weg geht man aber meistens oder wählt man meistens, wenn man eben wirklich auch in die Heilung gehen möchte, wenn man eine Antwort haben möchte oder wenn man eine Lösung haben möchte für eine Situation, was jetzt hier ja auch passt. Also hier geht es für mich eigentlich eher, den Weg zu gehen, damit man wieder bei sich ankommt, damit man wieder atmen kann, damit man in den Frieden kommt, aber trotzdem in seine Kraft, ja. Und ja, hier geht es darum, bei Avalon geht es dann letztendlich auch noch darum, das ist der Platz, wo man sich ausruhen kann und reflektieren kann zwischen den Welten. Und hier geht es auch darum, wieder neue Ressourcen zu finden, eben zu heilen und so weiter bei Avalon. Und das ist jetzt sehr spannend, weil bei dir ist sehr viel Aufruhr. Und vielleicht geht es jetzt wirklich darum, sich mal zurückzuziehen hier und zu reflektieren, sich aus allem rauszunehmen und somit in seinen Frieden zu kommen. Und hier geht es ja auch um den, hier steht ja auch, das ist der Platz zwischen den Welten. Das heißt, vielleicht bist du gerade auch so im Aufruhr, weil du gerade auch in einem Bewusstseinsprozess bist, was ja auch eine andere Welt ist, oder zwischen der alten Welt und der neuen Welt hin und her pendelst. Das ist ja gerade jetzt auch diese Zeit, wo wir alle sehr gefordert sind. Also hier ist wirklich, es ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass du diesen Weg der Heilung gehst, diesen Weg des Rückzugs, diesen Weg der Reflexion, aber erstmal des Rückzugs rauszugehen aus dem, in dem du hier gerade drin steckst. Das ist ja echt, kann man ja gar nicht atmen. Und um dann zu erkennen, wo du stehst und wo du auch vielleicht stehst in dieser Welt, in der du jetzt gerade noch bist. Und vielleicht geht es auch darum, in eine neue Bewusstseinsebene zu gehen, hier mit der 6 der Schwerter, wo es eben auch um die neue Welt geht, ne? Und das ist hier ja auch die 3 der Kelche letztendlich. Also, und da geht es natürlich auch um die Liebe und um das, ja, auf das Herz zu hören. Wenn wir jetzt von einem Bewusstwerdungsweg ausgehen, wenn wir jetzt, wenn du von einer bestimmten Situation ausgehst, dann gib halt die Situation rein. Dann geht es eben um diese Situation. Eine Karte möchte ich noch. Ja, okay, wir haben ja den Mann. Der Mann ist in dem Fall jetzt der Fragesteller. Wenn jetzt noch die Frau gekommen wäre, dann wäre das der Gegenüber vom Fragesteller. Ich mache da jetzt keinen Unterschied zwischen männlich und weiblich. Hier haben wir noch den Berg. Hier haben wir die Liebe. Die Liebe ist genau darauf gefallen, auf diese 3 Karten, die ganz wichtig sind. Hier ist der Aufruhr und hier ist der Rückzug, ja. Und hier unten ist ja auch die Liebe. Also es ist echt spannend. Und hier haben wir die Wege. Ja, du darfst jetzt wirklich rausgehen, dich auch entscheiden, jetzt rauszugehen aus diesem Kopfkino, in dem du bist, und in den Rückzug zu gehen. Dann kannst du auch wieder Kraft schöpfen hier mit dem Mann. Vielleicht geht es hier auch um den männlichen Aspekt, der dann auch in dir jetzt noch heilen darf, weil du ja sehr, das ist ja eher ein verzerrter männlicher Aspekt, von dem ich hier anfänglich geredet habe, ja. Vielleicht darf auch noch der männliche Aspekt bei dir heilen. Nee, das waren mir jetzt zu viele. Dann nehmen wir die oberste.
Das ist der Baum, das ist auch so ein bisschen die Gesundheit, die Heilung. Vielleicht darf wirklich bei dir noch der männliche Aspekt heilen, der sehr verzerrt ist, weil du im Kampfmodus bist. Weil der heile männliche Aspekt ist auch der ruhige Aspekt, nämlich dass man sich zurückzieht, in seine Kraft kommt, in die Fokussierung und dann aus dem Herzen heraus handelt. Das ist der heile, göttliche, männliche Aspekt. Der ist nicht der Krieger, sondern der, der ganz ruhig und bewusst aus dem Inneren heraus in die Handlung geht. Ja? Vielleicht ist das auch noch ein Thema bei dir. Auf alle Fälle Rückzug. Rückzug aus dem Verstand, aus dem Ego-Menschenverstand und aus dem verzerrten männlichen Aspekt. Ja, das ist die Legung. Wow. Spür hinein, ob du hiermit was anfangen kannst, ob das irgendwie mit dir konform geht. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne anschreiben. AndreaWürk.com ist meine Webseite. Da ist meine Telefonnummer. Da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Streamer. Und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles Liebe. Geh den Weg in den Rückzug, geh den Weg nach Avalon und dann wirst du sehen, wie es weitergeht. Genau. Tschüss. Ihr Lieben, vom zweiten Stapel, das ist jetzt das Norse Tarot, das nordische Tarot sozusagen mit den Wikingern. Ja, fragen wir das mal, was du denn jetzt tun darfst, solltest, damit du in deinen Frieden kommst. Wir fragen natürlich auch ab, wie deine Situation gerade ist, damit du das auch ungefähr abchecken kannst, ob das dann auch deine Legung ist. Ja, genau. Und du bringst jetzt eine Situation rein oder kannst dich auch selbst einfach nur in die Legung bringen und guckst, was es mit dir macht. Vielleicht ploppt ja auch ein Thema auf oder eine Situation. Vielleicht kannst du irgendwas rausnehmen und wenn du nichts rausnehmen kannst, dann leg die Legung weg, weil es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Da ist noch irgendwie eine rausgegangen, die will noch raus. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier überhaupt ist. Okay. Ja, wir haben hier in der Mitte den Prinz der Scheiben im Jetzt. Oh, die 7 der Schwerter haben wir in der Vergangenheit. Den Prinz der Stäbe haben wir hier unten versteckt. Die 4 der Kelche haben wir in deinem Feld. Die 10 der Schwerter haben wir in der Herausforderung. Interessant. Wow, die 8 der Kelche als Weg. Aha. Und wir haben die 10 der Stäbe als Ergebnis. Wir haben den Teufel und was ist das hier? Prinz der Kelche im Feld. Das ist im Rahmen. Das ist sehr interessant. Hier oben haben wir die Liebenden. Also, nee, Quatsch, die 2 der Kelche. Sorry, Leute. Also hier ist eine ganz klare Aufforderung, ja wirklich in die Balance zu kommen. Und zwar dadurch, dass du aufräumst. Du in der Vergangenheit bist du rumgeeiert. Hast dir vielleicht Dinge angeeignet, die nicht deine sind. Das können auch Meinungen sein oder Vorstellungen oder Fähigkeiten, ja. Vielleicht hast du dir irgendwas angeeignet, was nicht deins ist, was gar nicht zu dir gehört. Und deswegen funktioniert es auch nicht dann letztendlich. Ne? Wenn es nicht zu dir gehört, funktionieren die Sachen nicht. Die müssen zu dir gehören, die Sachen. Sei es, dass es Fähigkeiten sind oder mentale oder geistige Geschichten oder Vorstellungen oder Ideen. Das muss aus dir rauskommen. Und es ist in der Vergangenheit nicht aus dir rausgekommen, sondern du hast einfach Dinge übernommen. Das kann sein, oder dass du einfach und eierst deswegen im Leben rum. So könnte man das formulieren. Aber du könntest jetzt sehr, sehr, sehr gut dastehen. Und du stehst eigentlich auch gut da. Wenn du verstehst, dass man sich nichts aneignen muss,
von außen, sondern dass die Dinge aus dir herauskommen, hier mit dem Prinz der Stäbe. Das Feuer in dir, was brennt, das ist das, was gelebt werden sollte. Und das kann auch, es muss nicht feurig gelebt werden, sondern es kann durchaus auch bodenständig gelebt werden. Der Prinz der Scheiben ist ein bodenständiger, ein ganz zuverlässiger. Ja, das ist alles gut. Aber es sollte raus. Und du lässt es gerade nicht raus. Ja, und der Weg ist letztendlich eben das zu leben, was hier drin brennt. Und das sind dann ganz neue Wege. Und dann darf man eben Altes, was man, an dem man emotional hängt, vielleicht auch zurücklassen. Und das fällt dir total schwer, weil wir haben ja die 10 der Schwerter in der Herausforderung. Und die 10 der Schwerter ist immer das, was zu Ende ist. Es ist definitiv was zu Ende. Es wurde im Außen was beendet, was dir lieb war vielleicht oder wo du dran gehangen hast, was dir aber eigentlich gar nicht gut tut. Was eigentlich vielleicht auch gut ist, dass es beendet ist. Zumindest sagt mir das die Legung, aber das rührt dich gerade auf. Du kannst es nicht loslassen. Und deswegen eierst du hier rum. Und deswegen bedienst du dich Vorstellungen und Ideen und ich weiß nicht was von anderen, die gar nicht deine sind. Vielleicht hast du auch den Boden unter den Füßen verloren mit diesem Ende von etwas. Aber du hast den Boden noch unter den Füßen mit dem Ritter, mit dem Prinzip der Scheiben. Ja? Der steht felsenfest mit beiden Beinen auf dem Boden. Und wir haben hier hinten sogar noch wie heißen die Dinger? Menhir? Ich weiß es gar nicht mehr. Also du stehst gut da, du weißt es aber eben nicht. Das ist der Punkt. Und es brennt in dir, was zu leben, was du gerade nicht lebst, weil du noch an dem Alten festhängst. Und die Aufgabe ist jetzt, damit du in deinen inneren Frieden kommst, aufzuräumen hier mit den 10. Du schleppst zu viel mit dir rum, was nicht zu dir gehört. Und das fällt dir aber auch noch schwer. Wir haben hier im Feld, in deinem energetischen Feld, die 4 der Kelche, du bist in deiner Komfortzone, die im Moment aber nicht schön ist, die auch nicht deine Seele widerspiegelt. Und du hast eigentlich ein Angebot gerade vom Universum, eben neue Wege zu gehen. Und deswegen wurde das hier vielleicht auch beendet. Ja? Und deswegen ist, was dir am Herzen liegt, damit du deinen Arsch bewegst und neue Wege gehst. Sorry, wenn ich so böse bin. Und wenn du diesen neuen Weg gehst und wenn du das Alte loslässt und wenn du dein Feuer in dir spürst und nicht immer alles übernimmst vom Außen, sondern wirklich dein Ding machst, dann bist du im Frieden. Das ist das Ergebnis, ja, mit der 2 der Kelche. Dann bist du im Frieden, dann bist du im Frieden mit dir, dann bist du in der Liebe, weil du hast dann aufgeräumt und dann schleppst du nur das mit dir rum. Dann übernimmst du Eigenverantwortung. Ich meine, das ist ja auch hier die Verantwortungskarte. Ja, du hast bis jetzt vielleicht immer viel Verantwortung für alles andere übernommen, aber nicht für dich. Dann übernimmst du Eigenverantwortung. Dann kommst du bei dir an und dann bist du im Frieden. So läuft das. Und der Rahmen ist der Teufel, der hier sehr deutlich eine Versuchung andeutet mit der Schlange. Und der Prinz der Kelche. Du wirst immer wieder von deinem Ego, vom Außen, versucht, Dinge zu machen, die nicht deins ist. Und du solltest mit dem Prinz der Kelche auf dein Inneres hören, auf dein Herz. Also es ist ganz wichtig, das ist der Rahmen, dass du auf dein Herz hörst und eben nicht und damit dein Ego-Verstand sozusagen auslöscht, ja, dass du deinem Ego-Verstand damit keine Handhabe mehr gibst und dem, was dir von außen alles aufgedrückt wird, was du die ganze Zeit übernommen hast hier, was aber nicht deins ist. Wenn du in der Liebe bist, wenn du im Flow bist, wenn du aus dem Herzen heraus agierst und mit deinem Feuer natürlich, dann wirst du nicht mehr in Versuchung geführt, weil du gar nicht mehr in die Versuchung kommst. Und dann bist du auch im inneren Frieden. Du lässt dich von außen verführen, du lässt dich von äußeren Dingen verführen. Das ist dein Ego, das sind andere Menschen. Übernimmst denen ihre Meinungen und Ideen und Lebensweisen vielleicht auch. Und deswegen geht es dir nicht gut.
Deswegen bist du gerade in diesem Chaos und im Unfrieden, obwohl du eigentlich gut dastehst. Und dir wurde gerade etwas weggenommen. Es geht gerade was zu Ende. Das ist auch die Energie, die wir jetzt haben. Vielleicht ist es einfach nur die Energie, die dir was wegnimmt, die dich immer wieder dahin schleudert, eben diesen neuen Weg zu gehen. Und es fällt dir schwer, es anzunehmen, ja? Es kann ja auch ein Glaubensmuster sein, was hier einfach besiegt wurde und was nicht mehr da ist. Ja, also du kämpfst noch gegen das, was deine Seele eigentlich leben möchte. Es kann jetzt im Kleinen sein, es kann aber auch deine Bewusstwerdung sein und lässt dich immer wieder versuchen und dabei ist das beendet. Es ist beendet. Du kannst auf den nächsten Level gehen. Ja. Und deswegen bist du im Unfrieden. Und das ist auch die Zeitqualität gerade, dass wir so durchgeschleudert werden, damit wir auf den nächsten Level gehen. Der nächste Level, das ist es hier. Ja, was legen wir hier noch? Ich muss überlegen, Leute. Ich möchte hier jetzt noch eine Rune ziehen. Die ist ein bisschen eng hier alles. Oder zwei. Ach, jetzt weiß ich wieder nicht, ist es die Mannatz oder die verwechsel ich immer, und die Tivatz oder wie die heißt. Muss gerade mal gucken, Leute, ich vergesse immer den Namen. Ja, es ist die Mannatz und die Tivatz. Und die Tivatz ist eine sehr fokussierende Rune für mich. Also es hat auch eine sehr kriegerische, männliche Energie, aber es geht hier um die Fokussierung und darum, eben auch für sich einzustehen. Und das tust du gerade nicht, weil du dich ja, weil du dich immer wieder verführen lässt, andere Meinungen anzunehmen, sozusagen. Und die Mannatz ist die Menschheit sozusagen, der Mann, also der Mensch. Und hier geht es auch, man könnte meinen, da küsst sich der hier mit dem hier sozusagen. Hier geht es auch um die männliche und weibliche Energie und um die, wie soll ich sagen, um die verschiedenen Seelenanteile, die eben auch ausgeglichen gelebt werden möchten, ja. Und es geht eigentlich auch darum, sich selbst zu erkennen. Vielleicht geht es aber auch eben darum, dass du deinen männlichen und weiblichen Aspekt nochmal anschauen darfst. Vielleicht sind da verzerrte, vielleicht ist auch gerade dein männlicher Aspekt verzerrt, weil wir haben ja eine sehr männliche Rune auch. Vielleicht darfst du da nochmal hinschauen. Auf alle Fälle geht es darum, bei dir anzukommen, dich selbst zu erkennen und für dich einzustehen. Und dich zu fokussieren hier mit der 10 der Stäbe auch, ja. Du kannst dich im Moment ja nicht fokussieren und weil du dich überladen hast mit allem Möglichen, was nicht zu dir gehört. Also aufräumen, fokussieren, nochmal Anteile in dir angucken, die vielleicht nicht miteinander stimmig sind, die nicht miteinander harmonisch agieren. Das ist auch nochmal wichtig. Und dann eben neue Wege gehen. Also der Fokus ist hier ganz wichtig. Der Fokus von dem Alten weg in das Neue, würde ich fast sagen. Und die Manat sagt mir auch, dass auf alle Fälle auch Menschen da sind, die dich dabei unterstützen. Das sagt mir hier auch die zwei der Kelche im Ergebnis. Ja, also vielleicht triffst du dann auch auf deine Seelenfamilie. Ja, kann natürlich auch sein. Kann man jetzt, huch, wieso sind die hier verkehrt rum? Das ist jetzt auch wieder interessant. Eieiei. Gucken wir mal, ob wir hier noch ob hier noch eine Lennomokarte raus will. Hier haben wir den Berg. Hier haben wir die Schlange. Wir nehmen nur die Schlange darunter, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, es ist schon wieder einer zur Tür geflogen. Der Berg, der Fuchs, die Schlange und was haben wir hier im Außen? Uiuiui, der Bär. Also Leute, du bist blockiert, klar, du bist sehr, sehr blockiert. Und mit dem Fuchs eierst du tatsächlich auch ein bisschen rum. Der ist natürlich listig, aber er ist auch, der Fuchs ist für mich eben der Nummer einer, der rumeiert. Also der listig ist, der sich selbst, also du betrügst dich selbst, weil du nämlich hier auch nicht
Selbstverantwortung übernimmst, sondern nur Eigenverantwortung. Und du siehst auch nicht, dass du mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, wie der Fels in der Brandung sozusagen. Ja, könnte man jetzt auch sagen. Der Berg ist zwar im Lenormand eher negativ zu bewerten, weil das ein Hindernis ist, aber vielleicht stehst du einfach auch wirklich mit beiden Beinen da und du siehst es nur nicht. Kann auch sein. Und hier haben wir die Schlange. Ja, die Schlange. In dem Deck ist es für mich mehr die Transformation, ehrlich gesagt, aber die Schlange ist auch Angst. Die Schlange ist für mich die Angst, bestimmte Dinge zu machen, die jetzt dran anliegen, weil man Angst hat, man könnte gebissen werden und weil man dadurch geht man Umwege und macht sich selbst Probleme. In dem Fall ist sie vielleicht auch sowas wie die Anpassung, ja? Und er passt sich an, weil er nimmt sich einfach nur das, was er braucht, ohne selbst dafür einzustehen hier bei dieser Karte. Natürlich steht er dafür ein, hier ist der schlafende Drache, aber hier geht es ums sich selber einstehen, um neue Wege zu gehen und eben sich zu fokussieren und Altes abzulegen. Und auch ehrlich mit sich zu sein. Du bist gerade nicht mit dir ehrlich. Wir haben hier zwei Karten für mich, die nicht ehrlich sind. Und dein Sein möchte sich häuten, dein Sein möchte in eine neue Ebene gehen, damit du in deine wahre Kraft kommst. Und das liegt aber noch außerhalb der Legung. Das heißt, da bist du noch gar nicht, da kannst du aber hinkommen und das ist dann auch der Seelenfrieden. Ja, das ist die Legung. Also, ich habe ja gesagt, was zu tun ist, damit du in deinen Frieden kommst. Spür hinein, ob das deine Energie ist. Wenn ja, dann freue ich mich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Und wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne anschreiben. andreawirk.com, das ist meine Webseite. Da findest du meine Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und auch meine Telefonnummer, die dazu no notwendig ist natürlich. Und du darfst mich gerne dann über eine von diesen Apps anschreiben. Ja? Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Tschüss. Ihr Lieben, vom dritten Stapel, das ist jetzt das Druidcraft Tarot. Und das fragen wir jetzt mal, was es uns zu sagen hat, wie du in deinen Frieden kommen kannst, in dem ganzen Tohuwabohu, was hier gerade stattfindet. Wenn du überhaupt in einem Tohuwabohu bist, wenn du in keinem bist, brauchst du die Legung gar nicht mitzumachen. Ja, und du solltest dich jetzt mit in die Legung reinbringen. Einfach mal gucken, was es mit dir macht. Vielleicht ploppt irgendein Thema auf oder eine Situation. Und du kannst was rausnehmen, vielleicht du kannst auch direkt eine Situation oder ein Thema reinbringen, kannst du auch machen, solltest aber genau hineinspüren, ob das jetzt dann hier mit dir auch in irgendeiner Weise konform geht, ob du was mit rausnehmen kannst, ob du dich davon angesprochen fühlst. Und wenn du hier gar nichts rausnehmen kannst, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. So. Jetzt haben wir hier, ist auch alles drauf, ja. Die fünf der Scheiben haben wir hier. Hier sind im Hintergrund zwei Hunde. Ein Windhund. Die fünf der Schwerter in der Vergangenheit. Wow, es ist ja sehr interessant. Der Tod in deinem Feld. Huh. Die Königin der Kelche auch hier unten. Die zwei der Stäbe als Herausforderung, die Prinzessin der Stäbe als Weg und als Ergebnis haben wir den König der Scheiben. Wow. So, links und rechts der Rahmen. Die fünf der Kelche und die Königin der Stäbe. Das ist interessant. Wir haben dreimal Fünfen hier. Das ist interessant. Du hast auf alle Fälle ein Thema mit Verlust. Du hast ein Thema mit, du steckst irgendwo drin, wo du gerade nicht rauskommst. Wo du gegen ankämpfst.
wahrscheinlich eine materielle Geschichte oder und auch eine emotionale, ja. Das ist echt krass. Und du kämpfst noch da, ja, du kämpfst gegen was, wo du vielleicht noch nicht mal weißt, gegen was du kämpfst. Du fühlst dich auf alle Fälle verlassen, du fühlst dich nichts wert, du fühlst dich, du hast was verloren vielleicht auch. Wir haben ja hier auch den Tod im Feld. Dir geht es gerade gar nicht gut. Aber das sind mehr das sind eher so diese Verlassensängste, diese Ich bin nichts wert Ängste, diese Ich bin nichts wert Gefühle, diese Traurigkeit, ich bin alleine, ich bin vielleicht der einsamste Mensch im ganzen Universum. Ja, also vielleicht fühlst du dich auch total alleingelassen gerade von allem, getrennt und alleingelassen von allem. Ja, dann wärst du hier dieser Mensch. Das ist die Situation und auch die Vergangenheit und der Rahmen. Und in deinem Feld hast du den Tod, der sagt, hey, es geht auch anders. Geh mal raus aus ja, weil du hast hier zwei Kelche, hier ist noch was. Ja, und bei der 5 der Münzen ist es so, dass es meistens ein Gefühl des Verlassenseins und des Verlustes. Man hat aber Unterstützung. Und vielleicht glaubst du hast keine Unterstützung, weil du in der Vergangenheit immer bekämpft wurdest oder weil du kämpfen musstest für alles und nie was bekommen hast, ja. Aber das darfst du jetzt lernen, dass das nicht so ist. Du hast jetzt den Raum mit dem Tod, dieses Glaubensmuster, diese Vorstellung von dir und deinem Leben ad acta zu legen und zu verstehen, dass du was wert bist, dass da noch Menschen sind hinter dir, dass du nicht kämpfen musst, sondern dass du einfach lieben musst mit der Königin der Kelche. Und das ist hier unten versteckt. Du spürst es gerade nicht mehr. Du spürst gerade nicht mehr die Liebe. Und das ist auch gerade diese Zeit. Also ich weiß von einigen, die sich gerade absolut abgeschnitten fühlen, sogar vom Universum, die sich absolut einsam fühlen. Da ploppen immer diese Momente auf, wo das passiert. Das ist eine Prüfung, glaube ich, gerade auch so ein Stück weit. Und wir dürfen lernen, mit solchen Emotionen umzugehen und zu verstehen, dass ja, dass das nicht vielleicht auch gar nicht unsere Gefühle sind, sondern alte Gefühle von anderen Leben oder Gefühle von anderen Menschen oder Gefühle vom Kollektiv, weil du bist eigentlich in der Liebe. Und da wird immer wieder sowas übergestülpt mit Verlustängsten, mit Einsamkeit, mit getrennt sein, mit ich muss kämpfen. Ja, das ist eine sehr traurige Situation, aber eigentlich bist du kraftvoll mit der Königin der Stäbe. Wenn du auf dein Herz hörst, und hier ist es ganz wichtig, in sein Herz zu spüren. Also wenn du wieder in so einer Situation bist, dann leg beide Hände auf dein Herz und atme ganz tief. Spür in deinen Körper, spür dich, und dann wirst du dich auch nicht nur körperlich spüren, sondern auch wie nennt sich denn das, deine Aura, wie sie sich dann ausweitet, und dann wirst du auch wieder angedockt sein an das Universum. Das ist hier ist es eine Aufforderung, wirklich zu verstehen, dass man immer wieder in solche Situationen kommt. Sei es, dass sie gerechtfertigt sind, in Anführungsstrichen, weil tatsächlich irgendwas schiefgelaufen ist, oder sei es, dass es von Gefühle sind, die gar nicht zu dir gehören, die einfach dir übergestülpt werden. Dann nimm dich zurück mit der Königin der Schwerter, mit der Königin der Kelche, und spür dich, ganz wichtig. Und das kannst du gerade nicht. Und du hast aber gerade die Möglichkeit, wirklich auch mit dem Tod im Feld dich jetzt zu wandeln und zu verstehen, dass das oft Dinge vom Außen sind und dass du das gar nicht bist. Oder wenn du es bist, dass es trotzdem Dinge von außen sind und dass dein Inneres immer liebt und immer bei dir ist. Und deswegen ganz wichtig, Hände aufs Herz, tief atmen und sich spüren. Und dann weißt du auch, du bist nicht alleine. Dann weißt du auch, du hast Unterstützung. Und das ist auch die große Herausforderung, zu verstehen, dass man hier mit der 2 der Stäbe
eigentlich immer sicher ist. Du bist sicher. Du bist in dir selbst sicher. Und du kannst, wenn du mit dir selbst sicher bist, aus dir heraus diese Sicherheit nach außen bringen und kannst dann eben letztendlich das Leben leben, ja, deine Visionen leben, das Leben, was gelebt werden möchte von deinem Inneren. Und im Moment schaffst du das aber nicht. Und das verstehe ich auch, weil die Energien teilweise wirklich krass sind. Ich muss mich auch ständig zurücknehmen, ständig wieder atmen, ständig wieder in mein Herz gehen. Das ist anstrengend. Und vielleicht fühlst du dich gerade auch wirklich so oder hast dich in der Vergangenheit so gefühlt, dass du einfach ausgelaugt bist, so wie der hier. Ja, du bist ausgelaugt und fühlst dich besiegt von der Macht, die eben vielleicht nicht die Liebe ist, ja. Aber so ist es nicht. Es sind Prüfungen. Der Tod sagt mir in deinem Feld irgendwie auch, dass das Prüfungen sind. Und der Weg ist jetzt wirklich auch immer wieder aufzustehen, immer wieder, nachdem du dich gespürt hast, immer wieder aufzustehen und immer wieder den Enthusiasmus zu haben, ja, ich gehe den Weg, ja, ich bin sicher, ja, ich kann das, ja, ich bin in der Liebe, ich spüre mich und ich gehe neue Wege und ich lasse mich nicht unterkriegen von den Energien, ja. Immer wieder aufstehen, das ist für mich so ein bisschen die Königin, die immer, oder die Prinzessin, die immer wieder stürzt und aufsteht und ihr Krönchen richtet und dann weitergeht, ja, das ist für mich so ein bisschen die Prinzessin der Stäbe. In dem Deck zumindest. Und als Ergebnis kannst du dann auch sicher sein in der Welt. Da kann kommen, was wollen will. Also hier haben wir ja Feuer, allerdings im Kamin, aber da kann im Außen toben, was will, Feuer, Sturm, was auch immer. Du bist sicher. Und die Sicherheit kommt eben aus dir heraus. Und wenn die nicht in einem drin ist, fühlt man sich auch verloren. Wenn man diese Sicherheit nicht spürt, fühlt man sich verloren. Vielleicht hast du sie auch noch nie in dir gespürt. Dann ist jetzt der Weg zu atmen und in dein Herz zu gehen und dich zu spüren. Dann ist das dein Weg. Und eben in diese Transformation zu gehen, dass du mit dir selbst sicher bist. Aber vielleicht weißt du auch, dass du mit dir selbst sicher bist und wirst immer nur rausgestoßen durch die ganzen wirren Sachen, die gerade passieren, dann immer wieder atmen, dich zurücknehmen und in dir drin dich spüren und dich ausbreiten. Genau, das ist auch noch wichtig, dann mit dem Atmen sich ausbreiten. Und dann bist du auch nicht mehr alleine und dann bist du auch sicher. Und wenn das das erste Mal ist, dass du das machst, also falls du noch nicht diese innere Sicherheit hast, dann üb das immer, immer, immer wieder und irgendwann wirst du es können und dann brauchst du nur dreimal zu atmen und dich auszubreiten und dann bist du wieder König der Scheiben, ja, dann bist du wieder stabil. Das ist eine Legung, die kann jetzt wirklich auf jeden passen, weil ich glaube, uns geht es im Moment allen so, dass wir immer wieder rausgeschleudert werden aus unserem Sein und in diese Gefühle kommen. Auch hier mit dem Tod, ne, dass alles irgendwie scheiße ist, vorbei ist. Atmen. Ganz, ganz wichtig ist atmen. Ja, so. Was möchte ich hier noch legen? Gar nicht mehr viel eigentlich. Ich glaube, ich will hier gar nichts mehr legen. Oder ich lege hier auch nochmal vielleicht die Wegekarten vom Camelot Orakel heißt es. Das sind jetzt nur die Wegekarten. Es gibt auch noch andere. Oder wer dich unterstützen könnte. Wäre vielleicht auch nochmal wichtig. Welche Energie. Mal gucken, ob hier eine raus will. Huch. The Wandering Path. Mit dem Krug hier. Ich muss da immer ins Buch gucken. Ich verwende das Deck nicht so oft. Das ist jetzt spannend, weil der Wandering Path, also der Wanderweg eigentlich, der führt zu den Quellen. Deswegen hat man hier auch diesen Cauldron oder wie das heißt, ja. Und die Quelle ist eigentlich
In dem Fall jetzt wirklich auch dein Sein, würde ich mal sagen, ja, weil zu der Legung passt das jetzt. Und im Buch steht, dass der Wandering Path aber wichtig ist. Es geht gar nicht darum, immer bei sich anzukommen oder bei der Quelle anzukommen, sondern es geht darum, den Weg zu gehen und durch die Erfahrungen zu lernen und eben neue Dinge zu entdecken und mitzunehmen sozusagen, ja. Und vielleicht passiert uns das gerade auch oder dir, dass wir ständig rausgeworfen werden aus unserer Quelle, aus unserem Sein und vielleicht auch aus der Anbindung an die Quelle, weil wir, ja, weil wir dann dadurch neue Dinge erkennen können und neue, ja, neues und uns neu entdecken vielleicht auch, ja, weil man stößt ja oft auf Herausforderungen, nenne ich es mal, nicht unbedingt Hindernisse, sondern Herausforderungen, um an sich zu arbeiten und zu gucken, was passiert hier und was kann ich noch ändern und wo kann ich noch mehr wachsen. Und vielleicht ist es eben so, dass wir jetzt gerade jetzt so sehr immer wieder rausgeschleudert werden, damit wir uns immer wieder neu erkennen und immer wieder und immer fester werden eigentlich in unserem Sein und immer stabiler werden und dadurch nicht mehr in die Kämpfe kommen, die wir in der Vergangenheit oft hatten, ja. Und irgendwann ist aber dieser Wandering-Weg dann doch zu Ende und wir sind dann wirklich in unserem Sein so stabil, dass wir nicht mehr ständig rausgeschmissen werden. Oder wenn wir dann rausgeschmissen werden, dass wir dann wirklich nur dreimal atmen müssen und wir sind wieder bei uns. Wow, das ist eine total schöne Geschichte hier. Ich glaube, ich möchte jetzt auch noch einen Begleiter ziehen. Hier gibt es zwar einen Challenger und einen Hilfesteller, aber ich werde hier nur eine Energie ziehen, die dich noch begleiten kann. Ihr wisst ja, ich verwende die Decks oft immer ein bisschen anders, als sie normalerweise verwendet werden. Wow, wir haben ja den Berkilak. Der sieht ja sehr kraftvoll aus. Da muss ich auch wieder ins Buch gucken, Leute. Ja, dieser wundervolle Kerl hier, der ist ein wundervoller Begleiter, um eben in die Herausforderungen zu meistern. Er hilft dir, diese Energie hilft dir, die Herausforderungen zu meistern und dich immer wieder zu stärken, dass du, wenn du unsicher bist oder hier aus deiner Energie rausfliegst sozusagen, dass du dann auch wieder Unterstützung hast mit dieser Energie hier einfach, ja. Dass du einfach weißt, du hast die Kraft, du kannst ja auch einfach dich als Bild machen, ich bin kraftvoll, ich kann das, ja, und ich kann da wieder rauskommen. Vielleicht ist es einfach auch diese Energie. Ich kann jede Herausforderung meistern, ich schaffe das und ich habe die Kraft dazu. Und so wie dieser Berkilak, du kannst dir natürlich auch seine Energie einfach holen, wie so ein Krafttier nimmst du dir eben diese Energie von diesem Menschen, um dann immer wieder in deine Mitte zu kommen, ja. Aber du bist kraftvoll, das habe ich auch gesagt hier mit der Königin der Stäbe. Und du kannst eigentlich immer wieder aufstehen, auch hier mit der Prinzessin der Stäbe. Ja, du hast die Kraft, dich immer wieder selbst rauszuholen. Also vielleicht nimmst du dir einfach ein Foto von dir, wo du ganz kraftvoll bist. Und das tust du dir dann irgendwo hin auf dein Handy oder was weiß ich. Und das guckst du dir dann an und sagst, ich kann das. Ich kann hier wieder rauskommen. Dann schreibst du dir noch Atmen auf, atme und dann bist du draußen. Das ist das, was du machen kannst. Also du kannst diese Challenges, du kannst diese Herausforderungen meistern, die hier immer wieder auftauchen, die dich immer wieder rausschmeißen. Und der Weg ist auch irgendwann zu Ende, sagt diese Karte, und dann bist du dann angekommen. Genau. Okay, das ist die Legung. Wow, die ist total schön. Ja, spür hinein, ob das deine Legung ist. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich. Wenn nein, leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast oder eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne anschreiben. andreawirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss.